schon mal fertig. Sign new. Ja, da sind die ganzen guten Sachen. Penetrator Weapons, Improved Avionics. Der Skyranger ist nicht ganz so wichtig momentan, jedenfalls noch nicht. Mir geht es primär darum, dass die Fliegerlinge länger in der Luft bleiben und mehr Piu-Piu machen. Also, Armored Fighters. Ja, dadurch halten sie mehr aus. Sehr wichtig. UFO-Scanners, dadurch sieht man, wie viel Prozent HP die haben. Was eigentlich nicht wirklich viel Unterschied macht, weil man will sie abschießen. Ob sie jetzt 80 oder 70% haben, ist dabei nicht ganz so wichtig. Also ja, ein paar Kleinigkeiten kann man so feintunen. Also wann die in Bubble-Modus gehen zum Beispiel oder so. Aber allgemein sehe ich das als nicht so wichtig an, wie mehr Schaden machen oder mehr Schaden einstecken können. Dann Super Skyranger, den brauchen wir, wenn wir eine Basis stürmen wollen. Improved Avionics sorgt für Treffsicherheit, was super wichtig ist. Eventuell sogar wichtiger als die Panzerung. Ja. Penetrator Weapons sorgt für Armor Penetration, also eher wichtig gegen die größeren Schiffe später. Wingtip Sparrowhawks. Ja, die Dinge habe ich noch nie ganz verstanden. Also man soll wohl extra Waffen anbringen können, aber ich glaube, ich hatte die in der letzten Staffel erforscht, aber es gab keinen extra Slot für Waffen, also einfach so mehr Schaden. Mount Pods of Sparrowhawk Missiles. Achso, ja, das ist einfach nur extra Waffen als extra Schaden. These can be employed in addition to whatever swappable weapons you choose to mount. Ja. Oh, Mist. Das Wichtigste überhaupt. Ah, Mobile Power. Das Wichtigste überhaupt ist leider nicht dabei gewesen. Meiner Meinung nach, was die Flugzeuge angeht, ist nämlich die Reparaturgeschwindigkeit. Das hatte man, glaube ich, standardmäßig, wenn man in Indien gestartet ist. Oder irgendwo in der Ecke. Das ist ein Riesenvorteil, weil dann hat man halt wesentlich schneller wieder einsatzfähige Flugzeuge. Dann dauert es nicht 2-3 Wochen, sondern nur die Hälfte der Zeit. Das wäre noch ganz schick gewesen, aber muss wohl warten. Damit könnten wir die Basis angreifen. Nee, Mobile Power Armor. Ja, 11 Tage. Wobei, warte. Erstmal Autopsie. Dann Rüstung. Despite its physical appearance, this machine doesn't seem to be made up of any organic components. Its surface has an unusual metallic composition that somehow interacts with the vapors it releases for concealment. Ja, weil es gibt halt eventuell einen Boost auf irgendetwas oder schaltet Forschung frei und es dauert nur 2 Tage. Aber danach ist Rüstung wirklich angesagt, die Mobile Power Armor. Wobei ich nicht weiß, ob das dann schon die ist, die so cool aussieht oder eine Zwischenstufe, die von Long War eingeführt wurde. Müssen wir denn mal schauen. Foundry, so. Improved Medkits wäre ganz nett. Problem sind da die Kosten. Armored Fighters kostet mehr und kostet richtig viel an Alloy. Das sind die Booster, die dafür sorgen, dass man länger dranbleiben kann, dass die Flugzeuge besser ausweichen können und so weiter. Kostet nur 50 Bucks und 10 Fragmente, 10 Meld. Ich denke, das werde ich auf jeden Fall schon mit reinnehmen. Das hier nicht. Das kostet nur mehr Geld. Und 3 Flight Computer, ja. Erhöht die Treffsicherheit. Das war mir wichtiger, richtig? Phoenix Coil Guns, nein. UFO-Scanner, nein. Ja. Nein. Das sollte für das, wenn man Waffenfragmente bekommt. Und Waffenfragmente bringen so wirklich viel. Also, ja, langfristig läppert sich das. Man kriegt ja mehr Fragmente und die kann man dann für einen Bug verkaufen. Und dann hat man irgendwann die Kosten auch wieder drin. Aber das wirklich über lange Zeit. Das, ja. Metallurgie lohnt sich schon eher. Wenn ich wirklich langfristig denken würde. Was ich eigentlich auch sollte, weil das läuft momentan ganz gut. Das heißt, ich muss nicht kurzfristig irgendwas in Kauf nehmen, um, ne, überhaupt zu überleben. Dann sollte ich das wirklich nehmen.
vor irgendwelchen Flugzeug-Upgrades. Weil dadurch kriege ich halt mehr Alloys und dadurch kann ich die Flugzeuge besser ausrüsten. Dadurch kann ich meine Leute besser ausrüsten. Ja, fuck it. So, drück. Bevor es... Ja, so. Und dann Aircraft Booster, da brauche ich nur Geld für. Und 36 Bucks sollte ich noch zusammenkriegen. I'll make sure to notify you as soon as production is finished. Tja, hier haben wir ein paar von. So. Ein bisschen mehr als ich brauchte, aber ich mag halt gerade Zahlen. Hier, ich hätte gerne Aircraft Booster. Beginn. Oh, und in 3 Tagen die neuen Granaten. Oh ja. I'll let them know you've got another project ready for production. Und ja, Shen, da hast du recht. Wir geben gerade recht viel in Auftrag. Aber so muss das ja auch sein, ne? Neues Spielzeug für die Soldaten und die Piloten. Commander, we've got another transmission coming in from the council. Hallo. Okay. Okay. Wo ist das? In Mexiko. Ernsthaft? Mexiko ist doch schon wenn ich Not-Now drücke, habe ich noch ein paar Stunden Zeit, richtig? Ja. Ich dachte, Mexiko wäre schon gefallen. Also ja, eigentlich habe ich schon abgehakt. Das heißt, bei der nächsten, beim nächsten Ratsmonatsabschluss wäre Mexiko ganz weg gewesen und Nordamerika wäre komplett gefallen. Aber wir haben jetzt eine Mission drin, die Panik reduziert. Das heißt, eventuell können wir Mexiko nochmal halten. Und dann haben wir nochmal eine Chance, dass wenn eine Terrormission kommt, das in Mexiko ist. Was ein Riesenvorteil wäre. Denn Mexiko ist dann wahrscheinlich eh schon bei 80%. Und wenn jetzt eine Terrormission 40 bis 50% Terror gibt, bei einem Land selber, es kann nicht über 100 gehen. Das heißt, bei Mexiko wären es dann 80% plus 50%, also 130%, 30% verfallen also. Wenn in einem anderen Land das wäre, wären es insgesamt 130%. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und es sorgt auch dafür, dass auf dem gesamten Kontinent Panik steigt. Was bei Mexiko aber keinen Unterschied macht, weil Kanada und die United States eh schon weg sind. Also, ja, das war allein schon das eine Mal hier, war ein Riesenboost für mich, was Panik weltweit angeht. Wenn das nochmal passieren würde, wäre das echt ein tierischer Glücksgriff. Also ja, Mission werde ich auf jeden Fall machen, auf jeden Fall, um das noch ein bisschen rauszukitzeln, bis Nordamerika fällt. Und es gibt gut Geld und Erfahrung und was weiß ich. Ich glaube, was ist das mit dem Teleskop, die Mission? Die ist relativ einfach, da muss man sich nur drin verschanzen, warten, bis nach und nach die ganzen Sinmen kommen und dann ne, passt das eigentlich. Und wir kriegen auch noch 4 Scientists dazu. Ja, super. Also die Besten der Besten der Besten. Wir haben keinen Chefboss. Dann... Ja, braucht alles mehrere Stunden, so viel Zeit haben wir nicht. Nee, dann darf Worldman aus dem Fatigue raus. Full-Op noch als Piu-Piu. Sniper war hier nicht vorteilhaft. Absolut nicht. Infanteristen sind gut, Ingenieure, um Deckung wegzusprengen. Und vielleicht ein Scout, um Overwatch auszulösen. Genau, du. Ja, ruhig ein Heavy. Einfach nur ein bisschen Auswahl zu haben. Rocketeer, da wir uns nicht so viel bewegen, könnte Rocketeer auch klappen. So ausrüsten wir später. Medic. Sollte eigentlich nicht notwendig sein, wenn wir genug Feuerkraft haben. Aber einen in der Nähe zu haben, schadet nicht, auch wenn es nur ein Specialist ist. Ja, ich habe gesagt, die Mission ist einigermaßen einfach, also sollte ich es auch mit einem Specialist schaffen. Der ist ja auch nur dafür da, ne? Jemanden einen Ticken zu heilen, wenn er angekratzt wurde. So, 3 Infanterie. Wir haben keinen einzigen Granatwerferling bisher. Das ist nicht gut. Also Ingenieur auch nur ein Specialist. Das gefällt mir echt nicht. Ja gut, Blorius, tut mir leid. Du musst jetzt leider dann wahrscheinlich eine kleine Wunde einstecken. Na, kleines Gutes dauert, glaube ich, 1 bis 2 Wochen.
Na gut. Tyler, du, komm. Ist jetzt interessant. Mit doch nicht ganz so hohen Leuten, wie ich eigentlich dachte. Aber das kriegen wir hin. Hoffe ich mal. Ausrüstung. Ja, Ausrüstung ist drauf. Nee, ist gar nicht. Ich habe bei ihm was vergessen. So, dezent Rüstung und Laser Rifle und... Nee, kein Target-Dingens, sondern ein Laser-Sight. So. Ein, zwei Änderungen. Also es haben nicht alle Gauss-Waffen, weil wir einfach nicht genug Gauss-Waffen haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, sind nicht weiter verfügbar. Also wir haben nicht genug Gauss-Waffen. Wir haben deswegen hier ein paar Lasergewehre. Ich habe dem General auch noch eine Rauchgranate gegeben, weil er kein weiteres Scope über hat. Sonst eigentlich nichts Ungewöhnliches, nö. Ich hätte dem Rocketeer noch ganz gerne Scope gegeben. Aber ich denke, das zweimal Schießen bei den Infanteristen wird sich eher lohnen. Und ich habe ihm die Granate gegeben. Ja, falls Chrysalinen kommen. Ja, und die haben auch genug Granaten zum Deckung wegsprengen. Das sollte eigentlich so passen. Okay. Was ist los? Rüber. Ab nach Mexiko. We have visual on the mission. Und ja, ist die Mission. Sehr gut. Das müsste es dann langsam auch an Ratsmission gewesen sein, oder? Es gab noch die auf dem Damm, aber ich weiß nicht, ob wir die noch kriegen. Und es gab die mit dem Battleship, aber das ist anscheinend jetzt weg, weil ich nicht sofort hinterher wollte. Aber es wäre ein Himmelfahrtskommando gewesen. Ich hätte auf jeden Fall mal Leute verloren. Das hätte ich nur mit Safe-Scamming schaffen können und das will ich halt nicht. Aber das kriegen wir auch schon so hin, ne? Das ist ja genau der Punkt von Long War. Man kann nicht jede Mission schaffen. Man ist nicht immer der Held. So fühlt es sich dann, wenn man es schafft, auch wesentlich toller an. Okay, wir sind alle drin. Dann gab es... The Council believes Dr. Marizuki's research to be extremely valuable. They're requesting we escort him safely to the evac point. Big Sky will be in position to make the pickup at the other end of the facility. We have a new objective. Wir werden ihn nicht dahin bringen. Wir werden uns hier drin verbunkern und einfach nur warten. Warten. Sehr lange. 10 Runden. Bestimmt. I'm on the move. Und dann, wenn wir sicher sind, dass ein Großteil der Gegner tot ist, dann gehen wir langsam in die Richtung. Warten denn, dass weitere Aliens abgeworfen werden, dann gehen wir weiter langsam in die Richtung. Ne? Ihr seht ein Muster. Gut. Also, wir haben einen Doppelschießerling hier, einen Doppelschießerling da, auch wenn der Unterraum hier doof ist, weil man kann halt von der Seite durch ein Fenster reinschießen. Hatte ich in der letzten Staffel auch schon angemerkt. Und es hat ganz gut geklappt. Wenn ich mich recht erinnere. Oh nee. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber es ist jetzt schon Monate her für mich. Das ist ja... Ja, gut. Gucken wir mal. Granatenwerfer sollte... Er sollte eine gute Wurfposition haben. Also nicht hier, hier sind zu viele weitere Wände im Weg. Kann man außenrum hoch? Da hinten, ja. Also könnte ich dich erstmal hier hinschicken und später schicken wir dich in ihn hoch. Aber ne, erst hochgehen, weil alle Positionen sind, Türen offen sind und so weiter. Naja, und er redet nur Schluss. Jeder Fünftklässler weiß, was er weiß. Oh, sie müssen schnell geflogen sein, um herzukommen. Kommen von ganz weit weg. Oh Gott, verdammt. So, du... Da. Und Heavy. Also ich hatte letztes Mal, das weiß ich noch, hier einen positioniert, für den Fall, dass Sinman runterkommen. Kam, glaube ich, aber keine erst ganz zum Schluss. Das heißt, ich könnte jetzt hier mal einen lang schicken, um dann von außen rum hier lang zu gehen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Nee, ich denke, ich lasse ihn hier stehen und nichts machen. Genau wie letztes Mal in Assault. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass auch wirklich einer hier ist,
der sieht, wenn jemand kommt. Weil sonst könnte ja ein Alien getriggert werden, hier außen rumlaufen und dann den da one-shotten. Wäre nicht so cool. Also, dahingehend. Tür aufmachen. Nicht auftreten. Wobei doch, das sollte ich gleich machen. Wenn ich gleich mit den anderen weiter vorrücke, also mit denen hier in diesem kleinen Vorraum, dann sollten sie die Tür auftreten, um Lärm zu machen, um die Aliens anzulocken. So, ich glaube, das war's jetzt. Halt, oh. Hostiles are headed your way, Strike One. Prep for contact. Okay, ich höre Mutons. Und es wurde jetzt nur einer abgeworfen, das sollte okay sein. Gucken wir mal, dass irgendwas in der Nähe ist, auf dem Dach oder so. Nein, okay. Dünn. Moving to position. Nee, das ist gut, das ist sehr gut sogar. Da haben wir nämlich hier welche, die den Leuten da Feuerschutz geben können. Also, wenn hier irgendwo Aliens sind, können sie sich ja nur dahinter verstecken. Das heißt, wir können sie daran hindern, dass sie nicht weiter in die Richtung hier vorrücken. Und wir können selber versuchen, durch die Türen rauszukommen, um die zu flankieren. Also es ist schick, dass wir hier nichts getriggert haben, das wollte ich primär sagen. Tür öffnen. Nee. Ich glaube, ich warte noch eine Runde. Weil wenn wir dann wirklich was aufdecken sollten, dann könnte ich mit dem hier dahin vorrücken und er kann mit auf das schießen, was aufgedeckt wurde. Und er könnte dann dahin vorrücken und noch mit drauf schießen. Das heißt, jetzt ist die Tretaktion angesagt. Wo war die Tür? Da ist die Tür, okay. Und ja, das ist jetzt vorheriges Wissen, aber ich gehe einfach davon aus, dass ich ihr sagen kann, rück in den nächsten Raum für und stell dich neben der Tür. Dazu muss ich nicht genau wissen, wo die Tür ist. Sie ist kein Roboter. Sie kann selbstständig agieren und ihren Kurs anpassen. Davon gehe ich mal aus. Gott. Gut gemacht, Soldat. Oh, genau. Das war auch eine kleine unplanmäßige Änderung. Er hat einen Laser Carabine bekommen. Oder Carbine. Damit er als Medic schnell dahin kommt, wo die Verwundeten sind. Ich dachte mir, das wäre eine ganz nette Änderung. Da er eh nicht so viel reißen wird als Specialist, trifft er eh nicht so gut. Das heißt, er ist primär wirklich dafür da, ein bisschen vielleicht Leute in Bedrängnis zu bringen und sonst nur zu heilen. From what I've observed so far, it's clear the aliens have developed a propulsion system that allows for faster than light travel. Mund zu, Kopf runter. Rest alt oben. Jo. Das wird der eine sind, wenn seine abgeworfen wurde. Floater ist auch noch irgendwo. Passt aber soweit.